In Rottach schien die Sonne und ab Bad Wiessee bescherte uns der Wettergott dichten Nebel, sodass die Ballons nur sehr sparsam aufsteigen konnten. Trotzdem, auch 2011 zählte die Mongolfiade wieder zu den absoluten Höhepunkten der Wintersaison am Tegernsee. Auch wenn sich hier die Besucher dann doch über reichlich Sonne freuen konnten, in Richtung München hielt sich der Nebel hartnäckig. Am Sonntag, endlich, machte in einem Zeitfenster von circa 2,5 Stunden der Nebel dann auf. Und einige nutzten die Gelegenheit sofort. Kurz darauf beendete die weiße Wand das Spektakel abrupt.